Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student, wir üben grammatikalisch das Thema Deklination und auch zum Hören und Hörverstehen einen kurzen Text. Auf einer Radtour am 14.05., also gestern, sahen wir auf dem groben Fahrradweg ein Tier, und zwar genau einen Käfer, noch genauer einen Hirschkäfer. Ich habe noch nie ein so schönes Exemplar gesehen. Ich habe es hier fotografiert. Der arme Käfer lag auf dem Rücken, er kam nicht weiter. Wir haben ihn umgedreht, fotografiert, auch gefilmt. Und dann ist er am Straßenrand im Gras verschwunden und hat überlebt. Gestern waren viele Fahrradfahrer unterwegs. Es war Himmelfahrtstag, Vatertag. Ja, es waren viele, viele unterwegs und wir hatten wirklich die Befürchtung, dass dieser arme Käfer überfahren wird. Er ist etwa 10 cm lang, groß, sehr groß. Sie sehen hier auf dem Foto auch dieses wunderschöne rote Geweih, deshalb Hirschkäfer. Er hat ein Geweih wie ein Hirsch. Ja, ich werde Ihnen dazu Fragen stellen zum Hörverstehen und wir werden in dieser Lektion dann das Thema Deklination, Adjektivdeklination in allen vier Fällen behandeln. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß und Erfolg und wenn Sie Zugang zur Natur haben, bewundern Sie dieses schöne Foto. Ich habe noch nie einen solchen Käfer gesehen. Tschüss.